Herzlich willkommen zu einem schönen kleinen Add-on Let's Play. Ihr hört die super Musik, ihr seht das Zeichen, ihr wisst, wovon ich spreche. Ich spreche hier von Skyrim. Wie heißt das Add-on jetzt? Egal. Es geht um Dämonen, es geht um Vampire, es geht um böse Gestalten, es geht um Vampire, habe ich schon gesagt, glaube ich. Und natürlich, es gibt neue Rüstung, neue Drachen, neue Waffen. Und. So, ich spiele natürlich auf... Ich habe zwei. Einmal habe ich hier irgendwann mal so ein bisschen Kakta angefangen. Und einmal habe ich hier meinen alten Spielstand. 148 Stunden habe ich da schon gespielt. Ich habe da manche Nacht durchgesuchtet, habe kaum Schlaf bekommen. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Dieses Spiel laden. Ja. So, am Anfang des Spiels, ihr kennt das, die ersten Texturen sind noch nicht geladen und so weiter und so fort. Und, ja, da sind wir auch schon. Wir sind... Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Wer spricht? Hey, Iona, super. Bleib sitzen, Mädchen, brauchst nicht aufzustehen, wenn dein Tane mit dir redet. Braucht auch keiner. Rifton hat einen düsteren Ruf, seit sich die Diebesgilde in Kanalisation unter der Straße eingenistet hat. Ja, die Diebesgilde, das haben wir alle schon hinter uns. Ihr seht, ich bin Stufe 78, habe also wirklich schon einiges hier geschafft. Habe vorhin mal angetestet, ob das mit dem Let's Play funktioniert, mit dem Aufnehmen und wie ihr meine Stimme hört und so weiter und Grafikeinstellungen. So, nach Weißlauf, jawohl. Dann kommt, lasst uns schnell mal in diese neue Option starten, in dieses Add-on von 1,1 und schieß mich tot Gigabyte. Kostet 20 Euro auf Steam. Ich hoffe, es ist das wert. Will ich da nicht. Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Was... Finde heraus, was Dämmerwacht ist. Ja, fragen wir nochmal. Was ist Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ja, schön. Was habe ich von einer Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung bemerkt. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Och, die Armen. Wächter, Dämmerwacht? Wovon sprecht ihr? Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Ja, wir erzählen dem Armen, den Mann da nicht, dass wir auch mal ein Vampir waren. Hat mich auch einiges an Nerven gekostet, diesen verkackten Fluch wieder loszuwerden. Vampire töten? Wo kann ich unterschreiben? Ja, ihr werdet Isran gefallen. Ich weiß. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Ja, da bin ich, stehe ich mal sofort von aus. So. Erstmal habe ich einen alten Spielstand, logischerweise bin ich vollgepackt mit Müll, das werde ich alles erstmal ablegen, um meine Tragfähigkeit zu erhöhen, damit wir auch richtig durchstarten können. Ich nehme diese leere Kommode und packe rein. Ich packe meinen Koffer, erstmal sonstiges hier, alles rein. Ah, weiße Fläschchen hätte ich behalten können, Diamant rein. Die Dietrichen nehmen wir mit, aber die Knochen brauchen wir nicht, Eisenbauern brauchen wir nicht, fürs Laute können wir nicht ablehnen. Gewöhnliche Seelensteine, hier alles weg. Gewöhnlicher Seele, hier guck mal, ich bin reich. Goldbarren ablegen, Granatstein, beide ablegen, Seelenstein groß nehmen wir mit, großer Seelenstein leer. Komm, den lassen wir hier. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, da unten tauchen sie auch ab. Großer Seelenstein, so, Holzschale braucht keine Sau, Holzzeller braucht keine Sau, kleiner Seelenstein, ja, ich habe eine Waffe, mit dem wir die wieder automatisch auffüllen,
Nehmen wir mal ein paar kleine mit. Kleiner Seelenstein mit schwacher Seele. Nehmen wir mit. Laterne kann weg. Amnetist kann erstmal weg. Granatstein, Rubine, Mammutstoßzahn. Mächtiger Seelenstein, die können wir noch befüllen. Da haben wir auch 6. Da nehmen wir mal nur ein paar mit. Wir können es uns ja immer wieder neu machen. Das ist ein Questgegenstand. Pantheas Flöte. Werde ich nicht los. War irgendwie verbuggt das Spiel. Rubin. Lexikon können wir nicht ablegen. Weiß ich sofort. Schwarzer Seelenstein leer. Den behalten wir. Da können wir böse Seele fangen. Das können wir alles nicht ablegen. Winzige Seelensteine. Da nehmen wir auch nur ein paar. So eine kleine Handvoll. Ja, komm. Nehmen wir mal. Ah ne, wir haben 5 nur abgelegt. Alles klar. So. Zähne noch ablegen, 4 nehmen wir mit, Winziger Seelenstein und Ziegenfell, das kann auch weg. Schlüssel brauchen wir nicht. Brief des Kuriers, das legen wir alles mal ab hier. Ja, das... Ich habe hier Tagebücher, die für Quests sind, das ist alles verbuggt gewesen. Ich kann hier auch einige Dinger nicht... Zaubertrankrezept. Achso, hier zurück. Ablegen, 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 Willensnotiz. Ich kann so manche Sachen hier nicht ablegen, weil das Spiel verbuggt ist. Ich kann auch einige Quests nicht abgeben. Zutaten schmeißen wir gleich unten rein. Ja, das hier, das bringt uns alles gar nichts mehr. Alles weg. Weg. Am Anfang kann man sich noch gut mit Lebensmitteln... hochheilen, sage ich mal, aber irgendwann bringt es absolut nichts mehr. So. Schriftrollen. Legen wir auch alle ab. Zaubertränke. Weiße Flasche. Elixier des Verteidigers. Frostbift. Leichte Anfälligkeit für Feuer. Das kann weg. 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 Ausdauertrank kann weg. Ich muss hier unten die Tragfähigkeit, seht ihr, 295 von 484, das würde ich alles jetzt ein bisschen ewige Ausdauer, ewige Heilung, ewige Magika. Das kann weg, geringe Magika kann weg, 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 der kleinen Heilung hier alles weg. Den Scheiß braucht keiner. Der kräftigen Ausdauer, das behalten wir mal. Kräftige Heilung, kräftige Magika. Der Magika, das Zaubertrank der Regeneration kann weg. Alles, was wir so großartig viel haben, der Scheiß kann weg. Brauche ich alles nicht. Ich bin ja fast imbar. Das kann weg. Was haben wir noch? Starke Heilung, alles klar. So, dann... Bisschen sortieren tue ich auch. Ihr seht, ich habe hier ein Arsch voll an Waffen mit Verzauberung, ohne Verzauberung und alles schön gesammelt. Man hat so viel Schaden 24. Detrischer Streitkolben kann weg. Bleiche Klinge kann weg. Kann weg. Eisenpfeil bringt nichts, kann weg. Kraftlosigkeit kann weg, Eisenpfeil kann weg, wir haben bessere. Legendärer Elfenzweihänder, nehme ich den mit. Gewicht von 20. Schaden 100, wie viel war das? 159 und ich habe Moloch Bar von 103. Sackungsrose, orkischer Dolche, das kann alles weg. Heiliger Ebenerzdolch. Ach, das sind alles irgendwelche Sachen, die man mal nebenbei gefunden hat. Sturm des Astronauten. Stahlpfeil hier. Braucht keine Sau. Stahlschwert kann weg. Ja, sehr schön. Damit haben wir das abgelegt und jetzt hier nochmal in die Rüstungskommode reingeschaut. Schaut's euch an, was ich hier alles für Schnickschnack habe. Da sind mitunter auch Sachen dabei, die ich, wo ich Tränke aufwerten kann und sowas. So, dann hier epische alte Schattenstiefel weg, Diebesgildenstiefel weg, goldene Halskette, das Mac, Holzmaske behalten wir,
damit ich nicht verliere. Ich habe schon einige Masten irgendwo verkauft, die muss ich irgendwann mal wieder einsammeln, weil ich habe jetzt endlich gefunden, wo man die anbringen kann. Das weg, oh, den hätte ich gebrauchen können, den hatte ich ausgerüstet. Silberner Amethystring, Silberring, hier, weg, weg. So, Ringe, 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 was hatte ich denn da gerade? Ich gehe mal kurz hier durch. Wo habe ich den Ring? Ja, schaut, weil ich alles hier schon gesammelt habe und mir gebaut habe. Und ach, das ist viel zu viel. Das braucht kein Mensch irgendwann mehr. Aber ein Wunder, dass so ein klein, in so eine kleine Kommode so was Schönes reinkam. Puh, das braucht man nicht. Wirksamkeit aller Tränke. Ja, Schmiedekunst. Tragfähigkeit wird um 20... Hatte ich den? Pass auf, ich nehme einfach mal Tragfähigkeit wird um... Ja, den hatte ich auch. Silberner Amethystring, den nehme ich mit. Sehr schön. So, wie war das jetzt? Fertigkeiten, Objekte, Magie, Objekte, dann Bekleidung. Und den legen wir an. Tragfähigkeit wieder hergestellt. Ich bin jetzt bei... Aua! Bei irgendwas. Wir legen hier mal noch sämtliche Zaubertränke, nee, Zutaten ab. Braucht alles keine Sau hier. Das. Ich hätte auch einiges noch essen können, deswegen habe ich das glaube ich auch eingepackt mal. Damit ich alle Sachen hier feststellen kann. Ja, alles weg hier, alles weg. Braucht keine Sau. Das, das. Alles weg. Wir sammeln uns alles Neues. Wir Questobjekte aus dem Inventar entfernt. Irgendwann mache ich das mal, aber nicht jetzt für diese Reihe. So, wir sind leicht genug. Und ich sage mal, wir starten gleich auf. Ich habe hier eine wunderschöne Sache alles schon freigelegt. Guckt es euch an hier. Kann man hier drehen? So viel habe ich hier schon entdeckt. Ich habe hier echt schon einige Stunden in das Spiel investiert. So, da es ein neues Addon ist, gibt es auch neue Hinweise. Das wollen wir nicht. Demo-Wacht aktivieren wir, alles andere lassen wir erstmal hier weg. Bringe den einen Bekleider zu Delfin. Bringe Echo die Trappenschuhe und einen Drachenknochen. Das sind Sachen, die kann man immer wieder machen, deswegen werden die auch nicht verschwinden. Das hier ist eine verbuggte Quest zum Beispiel. Die kann ich nicht machen. Das ist auch immer wieder was Neues. Sprich, finde Shaolin Schriften ist immer was Neues. Das sind immer wieder töte entflohenen Verbrecher. Finde ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Zacken aus der Krone, mal gucken, ob wir da jetzt noch was finden. Das hier ist auch eine verbuggte Quest. Ich würde gerne wissen, wie es danach weitergeht, weil ich glaube, das ist hier die Verschwörung der Abgeschworenen. Das ist... Ich hätte es abgeben können mit hier Kerl zu Eltier zurück, doch als ich ankam, war er tot. Ja, wiederbeleben ging nicht, auch mit irgendwelchen Kartentricks. Und wir reisen jetzt erstmal hier hin. Weil da müssen wir hin. Das geht jetzt alles ruckzuck hier. 10 Minuten, bis nur 10 Minuten habe ich jetzt hier schon auf der Uhr. Es wird neu geladen. Und man sieht diese wunderschönen Bilder hier. Wunderbar. Es ist wieder mitten in der Nacht. Ich werde erstmal hier 8 Stunden warten. Um es für euch angenehm hell zu machen, sage ich jetzt mal. Schwuppdiwupp und schaut es euch an. Sehr schön. Da drüben, ihr seht da oben an diesem Kompass, sage ich mal. Wo wir hin müssen, da wo dieser Pfeil mit dieser schwarzen Tür ist, da müssen wir rein. Erstmal gucken, da ich hier runterkomme. Tschak, tschadap. Klack, nicht gestorben, wunderbar. Und jetzt rennen wir. Eine Spinne. Die machen wir erstmal ein bisschen hier fertig, die Froschspinne. Ah, was willst du denn überhaupt? Hier brennen! Todesmutig brennt sie, fällt sie da runter. Roll, kleine Spinne, roll! Das packen wir wieder ein, Frostbiss. Nein, da braucht man nicht den Scheiß. Das vermüllt nur das Inventar. So,
Rennen. Ach Mensch, wie lange ich nicht mehr hier rumgerannt bin, ist das wunderschön. Schaut's euch an. Der Nebel, der Himmel, es ist... Und ein Drache. Ach so, es gibt auch neue Drachen mit diesem Add-on. Habe ich gelesen. Hallo. Mach's gut. Lass uns in Ruhe. Irgendwann zeige ich euch das mal. So, Drachen werden wir bestimmt auch noch zwischendurch töten. Da habe ich auch schon ein paar Dutzend getötet. Und wir gehen hier mal rein. Die große Starte von Igniostat. Oh, das ging ja schnell. Gibt anscheinend nicht viel zu laden hier. Schneebären. Oh komm, ein bisschen sammeln wir auch noch. Diese ganzen Gifte und sowas, das lassen wir mal links liegen. Klack, klack, klack. Unten das Grüne ist außerdem die Ausdaueranzeige. So sieht außerdem mein Held aus. In der Drachenschuppenrüstung, es ist nicht die beste Rüstung. Die beste Rüstung soll die Detra-Rüstung sein. Aber ich finde die auch ganz super. Ich weiß gar nicht, ob das eine leichte oder eine schwere Rüstung ist jetzt gerade. Komm, gehen wir mal wieder in die Ego-Perspektive. Hallo, oh, wer hallo. Bist du denn? Seid ihr auch hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Ja. Unter uns, ich bin etwas nervös. Wieso? Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mit euch dorthin gehe. Ich ja nun, bist du noch? Sagt Isra nicht, dass ich Angst hatte, ihn ganz allein gegenüberzutreten. Naja, laber du mal. Wir sammeln hier ein bisschen Lachs, den klauen wir uns noch. Gibt's hier noch was? Fässer, leer. 4 Karotten. Nee, das, ich fange schon wieder an, hier mein Inventar voll zu müllen. Ach, wo ist der kleine Junge denn jetzt hin, gerannt hier, unser Blondschopf? Hallo. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Kann man immer irgendwie mal gebrauchen. Tränke zu mischen und sonst was. Obwohl, ich hab's ja auf 100%. Festung Dämmerwacht entdeckt. Yay! Alles klar, ich zeig euch mal kurz was. Meine Fortschritte, hier. Wiederbelebung, Veränderung, Verzauberung. Was habe ich da dran gesessen, den Scheiß hier zu machen? Monster zu töten und... Ah, ich hätte kotzen können damals. Hallo? So. Er wartet doch immer schön auf uns, der kleine Jüngling. Ich habe gehört, was los ist. Die Vampire, die Dämmerwacht, alles. Ich wollte helfen, also bin ich hier. Wo sind denn alle? Die Anlage sieht beinahe verlassen aus. Ja komm, wir gucken mal weiter. Man hat immer hier solche schönen NPCs, die einen ein bisschen führen. Quer durch das ganze Spiel. Meistens nerven sie, weil die quatschen immer dazwischen. Ach, guckt mal hier, ein Zelt. Da setzen wir uns rein. Nicht springen. So, wir sitzen drinnen. Alles klar. Wo müssen wir denn hier hin? Wo ist denn hier der Eingang? Hallo? Ach, guck mal, hier ist ja einer. Der übt ein bisschen Schießen. Oh, was schießt du denn? Schießt der auf den Baum? Boah! Wo schießt du hin? Alles klar. Durak! Ihr habt es geschafft. Gut. Isran ist in der Festung. Er wird sich um euch kümmern. Ja, das ist schön. Warum habt ihr euch der Dämmerwacht angeschlossen? Womit schießt ihr da? Ach, fragen wir erstmal das. Noch nie eine Armbrust gesehen? Wie? Nein. Überrasch mich nicht. Ist eine Spezialität der Dämmerwacht. Gibt nichts Besseres, um Vampire zu erledigen. Hier, nehmt diesen und probiert ihn einmal aus. Ich habe eine damit Armbrust. Können, ich wenn ihr eine wirklich Armbrust. Der Dämmerwacht beitreten wollt. Ja. Von wegen. Mhm. Komm, wir probieren jetzt mal hier das lustige Ding aus. Ich glaube, es ist eine neue Armbrust ausgerüstet. Hier. Knack, knack. Boah, hahaha. Klack. Ist ja der Hammer. Können wir auf dich schießen? Nee, der wird uns nur angreifen. Flupp. Stahlbolzen nehmen.
Ja, schön. Wir haben eine Armbrust. Ich glaube, das ist eine neue Waffe. Oh, ich bin mir nicht sicher. Doch, das müsste eine neue Waffe sein. Ich habe noch nie mit einer Armbrust. Immer nur irgendwelchen Pfeil- und Bogensachen. Ist ja witzig. Wünscht mir Glück. An was erinnert mich denn das? Ach, an Half-Life. Half-Life mit dem Bolzenschussgerät. Wupp. Brandbolzen und Explosionsbolzen. Hammer, 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 hammer. Ihr seid hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Ja. Gut. Isran wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt. Nur zu, er ist gleich da drin. Alles klar. Ich sage euch, das Einzige, was mich mehr überrascht hat, als nach all den Jahren von Isran zu hören, war, dass er meine Hilfe wollte. Mir war sofort klar, dass es ziemlich schlimm sein musste. Anscheinend hatte ich recht. Wieso? Ihr habt bereits mit Isran zusammengearbeitet? Ja. Vor vielen Jahren waren wir beide Mitglieder der Wächter und wir waren beide unzufrieden damit. Warum denn? Natürlich haben sie das Herz am rechten Fleck. Ja, will ich auch. Aber Isran und ich, wir haben uns bei ihnen nie wohlgefühlt. Wir sind zusammengegangen, aber unsere Partnerschaft hat nicht lange gehalten. Ich war mit einigen seiner Methoden nicht einverstanden. Aha. Geht hinein. Isran wird bestimmt mit euch reden wollen. Alles klar. Hallo. Festung Dämmerwacht. Na komm, mach auf die Türe. Ein bisschen Nebel im Hintergrund. Ach, das Spiel ist schon geil. Macht auf jeden Fall. Kannst mir erzählen, warum was du willst. Seid ihr hier, Tolan? Die Wächter und ich haben uns schon vor langer Zeit getrennt. Ihr wisst, warum ich hier bin. Die Wächter werden von allen Seiten angegriffen. Die Vampire sind viel gefährlicher, als wir gedacht haben. Und jetzt wollt ihr euch mit der Dämmerwacht in Sicherheit begeben. Wie? Ich erinnere mich daran, dass Bewahrerin Cassette mir erzählte, dass Festung Dämmerwacht nur noch eine heruntergekommene Ruin. Also wer seid ihr und was wollt ihr? Ich bin hier, um Dämmerwacht beizutreten. Ihr brennt drauf, Vampire zu töten? Ja! Sehr gut. Ja! Aber seht euch um, wir stehen noch ganz am Anfang. Ich habe erst damit angefangen, den Orden wieder aufzubauen. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der es den Vampiren da draußen heimzahlt. Ich habe genug Geld. Die Festung wieder aufbauen. Ja. Tolan hat mir von einer Höhle erzählt, in der die Wächter herumgestochert haben. Scheint, als hätte es mit den jüngsten Vampirangriffen zu tun. Tolan, erzählt ihm von, wie heißt die noch gleich, Trübhöhle. Ja, genau. Trübhöhlengruft. Bruder Aha. Adalwald war sich sicher, dass darin ein lang verschollenes Vampir... Das reicht mir. Geht und findet heraus, was die Vampire in dieser Trübhöhlengruft wollten. Mit etwas Glück sind sie immer noch dort. Seht euch ruhig in der Festung um und nehmt mit, was ihr gebrauchen könnt. Es gibt noch nicht sehr viel, aber wenn ihr es gebrauchen könnt, gehört es euch. Juppie! Wir sehr schön. Uns an der Trübhöhle. Ja komm, renn das mal vor. Das ist das Mindeste, das ich tun kann, um meine gefallenen Kameraden zu rächen. Renn! Torin, das ist keine gute Idee. Ihr Wächter seid doch nicht. Ich weiß, was ihr von uns haltet. Ihr haltet uns für zu weich. Für Feiglinge. Ja. Ihr glaubt, dass unsere Toten ein Beweis für unsere Schwäche sind. Bei Stenda. Möget ihr nicht dem gleichen Test unterzogen werden und am Ende durchfallen. Ich gehe zur Trübhöhlengruft. Vielleicht kann ich euch dort ein wenig unterstützen. Da komm, rennt vor, Junge. Junge, hört auf, in den Schatten herumzuschleichen und kommt her. Wie heißt ihr? Stottere nicht. Admir, Sir. Sehe ich aus wie ein Sir-Bürschchen. Ich bin kein Soldat. Und ihr tretet nicht der Armee bei. Ja, Sir. Isran. Hab ich euch nicht gesagt, ihr solltet herkommen? Bauernjunge, wie? Womit kämpft ihr? Meine Mit dem Dolch! Ich schwinge meist die Axt meines Vaters, wenn Wölfe wieder die Ziegen angreifen. Ach komm. Die Axt. Wenn ich sowas schon höre, du... Steh uns bei. Aber keine Angst. Ich glaube, Oder? Wir können ein Mitglied der Dämmerwacht aus euch machen. Nehmt diese Armbrust und zeigt mal, was ihr könnt. Ja, ja, trainiert den erstmal. Armbrust? Geht den erstmal trainieren. Wir haben ja schon die Armbrust erhalten. Gut, wir haben unser erste böser Dämon.
Wir haben unsere erste ersten Auftrag von dem hier bekommen. Und jetzt sage ich erstmal für diese Folge haut rein, bis denne.